Der Einsiedler im finsteren Wald. Der heilige Meinrad gilt als Gründer des Klosters Einsiedeln und als treuer Befolger der benediktinischen Regel. Seine Geschichte begann vor über 1200 Jahren in Rottenburg. Nach langem Bitten des Grafen Berchtold um einen Erben wurde Meinrad um 800 nach Christus in Sülichgau geboren. Auf Wunsch seiner Eltern besuchte er die damals berühmte Klosterschule auf der Insel Reichenau bei Konstanz. In dieser Zeit wurde sein Onkel zum Abt Erlebald von Reichenau ernannt. Mit 25 Jahren wurde Meinrad Diakon und bald darauf zum Priester geweiht. Sein Onkel schickte den jungen Geistlichen daraufhin ins Klösterchen Babinchowa im heutigen Benken am oberen Zürichsee, wo dieser das Amt des Schulmeisters ausübte und die jungen Mönche schulte. Nach einiger Zeit gab Meinrad sein Amt jedoch auf. Er zog im Jahr 828 als Einsiedler in den Wald am Südufer des Zürichsees, heute bekannt als Etzel. Mit der Hilfe von Wohlmeinenden baute er sich in dieser Einöde eine Klause. Dort wollte er unter völliger Abgeschiedenheit ein stilles Leben mit Gott führen. Doch bereits nach kurzer Zeit suchten ihn viele Menschen auf und baten um seinen Rat. Meinrad aber fühlte sich in seiner Einsamkeit gestört und deshalb entschied er sich im Jahr 835 in den finsteren Wald zu ziehen und errichtete seine Einsiedelei an einem schwer zugänglichen Ort, nämlich im heutigen Einsiedeln. Hier wollte er Gott mit Fasten, Beten und strenger Arbeit dienen, nach der Regel des heiligen Benedikt von Nursia. Im Wald fand er zwei junge Raben, frisch aus dem Nest gefallen. Er nahm sie bei sich auf, und sie wurden seine treuen und stetigen Begleiter. Der Legende zufolge wurde Meinrad hier in dieser Einöde vom Teufel besucht, der ihn zu verführen versuchte. Meinrad aber ließ sich nicht von seinem Glaubenszweig abbringen. Daraufhin kamen die Engel, trösteten ihn und ermutigten ihn, niemals aufzugeben. Doch auch hier, tief im finsteren Wald, blieb Meinrad von Ratsuchenden nicht verschont. Für seine Ratschläge brachte man ihm Schätze und Gaben. Angelockt von dem vermeintlichen Reichtum begaben sich eines Tages zwei Männer, nämlich der Alemanne Richard und der Rätier Peter, zum Einsiedlermönch. Es war der 21. Januar 861. Nichts Böses ahnend, beschenkte Meinrad sie mit Speis und Trank. Die beiden Räuber aber begehrten das Gold, welches sie in Meinrads Klause vermuteten. Sie begannen, auf den Einsiedler einzuschlagen. Zwar kamen diesem die beiden zahmen Raben zu Hilfe, die seit Jahrzehnten mit ihm lebten, und begannen, auf die Schurken einzuschlagen und schlugen sie tatsächlich in die Flucht. Meinrad konnten sie aber nicht vor seinem Tod bewahren. Die beiden Raben verfolgten die beiden Räuber bis nach Zürich und klagten sie mit ihrem lauten Geschrei an. Schließlich wurde man auf die beiden Verbrecher aufmerksam und erkannte sie als die Mörder des Einsiedlermönches. Sie wurden festgenommen, verurteilt und hingerichtet. Noch heute schmücken die beiden Raben das Wappen Einsiedelns und das Wappen des Klosters. Somit erinnern sie an die heldenhafte Tat der beiden Raben. Die Mönche des Benediktinerklosters Reichenau beerdigten Meinrads Leichnam auf ihrer Insel. Dort begann auch seine Verehrung als Heiliger. In Erinnerung an Meinrad zogen viele fromme Männer in den finsteren Wald, um seinem vorbildlichen Leben zu folgen. Dies war der Grundbaustein für die Gründung des Klosters Einsiedeln im Jahr 934. Rund 100 Jahre später
Im Jahr 1039 wurden die sterblichen Überreste Meinrads in das Kloster Einsiedeln übertragen, wo er noch heute ruht.